Weiter geht's mit Ozymandias live auf Twitch bei WBs Junger Herde. Matsumen ist am Start. Chat ist am Start. YouTube, ihr seid bei Writing Bull am Start. Und wir gucken nochmal, was wir hier machen können. Was machen wir mit der Forschung? Wir wollten sie ja für, auf 400 müssten wir ansparen. Für 400 müssen wir ein paar Runden warten. Aber für 8 mehr, schaut mal, das für 8 mehr in der Runde, weiß ich nicht, ob ich bereit bin, dafür was auszugeben. Ich steigere lieber mal Runde für Runde um 1. Können wir das hier noch um 10% verringern? Würde sich das überhaupt lohnen? Ne, schaut mal, der Schund bliebe gleich. Hätten wir noch ein mehr Macht nächste Runde. Nahrung können wir investieren. Wir wollen eine Stadt auf Größe 8, war das, glaube ich, bringen. Dann müssten wir statt 400... etwas weniger bezahlen. Leute, ich bin unschlüssig. Wir könnten auch noch mal investieren, das 3 Flotten ist eigentlich zu wenig. Die haben auch alle schon irgendwie 4. Ich hätte jetzt ja mal Lust, hier mit einer Einheit so vorzumarschieren in das Reich rein. Aber wir kommen hier nicht... Wir kommen auf diese Insel halt nicht rauf. Wir können hier... Wir müssen mit einer Flotte das einnehmen. Da müssten wir dann noch eine Flotte für bauen. Hätten wir sogar minus 4. Dazu bin ich zu geizig. Dann lieber gleich mit dem Schiffchen, was wir hier haben, hier runterfahren und hier Druck machen, sodass wir dieses Landgebiet dazu gehört und dass wir von der Stadt aus nach Möglichkeit, ich weiß nicht, ob das geht, dann hier rüber kämen. Das wäre mir lieber. Oder noch mehr erkunden und hier eine Stadt drauf gründen und dann... Von da aus hier weiterziehen. Wobei, das ist ja auch nur ein kleines Landstückchen. Vielleicht sollten wir doch auf Flotten weitersetzen. Wir lassen es mal bei Stufe 7. Und wir gehen natürlich hier weiter voran. Ist klar, ne? Und da kann er auch mit einer Einheit inzwischen wenig machen. Weil wir auch ganz viele Technologien hier rein investiert haben. In den Ozean sind wir schon bei Stufe 4. Ich lasse das mal so. Wir bedrohen hier relativ viele Felder. Hier können wir noch welche dazu uns holen. Inseln hat uns auch sehr gut geboostet, dass wir die dazu geholt haben. Tendenziell jetzt als nächstes die Inseln hier oben und dann hier so langsam Schritt für Schritt von oben alles nach unten uns holen. Wenn wir die nächsten Felder haben, kann ich mir vorstellen, auf der Insel hier die nächste Stadt zu gründen. Jo, Herr Kapitän, schreibt ihr. Ihr seid also einverstanden. Nahrung wollen wir nicht verkommen lassen. Lieber einmal investieren. Das bringt uns nämlich auch weitere Vorteile hier unten, insbesondere bei der Forschung und auch beim Gold. Jetzt kann es weitergehen, ne? Nächste Runde 272. Wir sammeln das mal weiter an. Hier, die Schwarzen machen ordentlich Druck, die Grünen ziehen an. Oh, und wir werden hier viele Geländefelder uns holen. Hier werden wir gleich auch schön Druck machen. Sehr cool. Bedrohe 10 Felder auf der Karte. Eine beliebige Machttechnologie. Können wir uns holen. Das, ich glaube, das wunderbare Jahr machen wir nicht. Aber wir versuchen das mal. 10 Felder gleichzeitig zu bedrohen. Mit 3 Einheiten wird das schwierig. Ist nicht unmöglich, aber hier sehe ich überall nur 3 Felder, die wir gleichzeitig bedrohen können. Wir können mal... Ja, wo gehen wir hin? Wir gehen mal hier hin. Hier weiter rein.
Und hier bedrohen wir gerade schon drei. Mal gucken. Wir müssten quasi einmal noch eine zusätzliche Militäreinheit uns holen. So, wenn wir alles investieren, kämen wir auf 10. Wenn wir jetzt noch was dazu holen, würden wir eine Machtstufe verlieren, fände ich aber nicht so schlimm. Zwecks Eroberungspläne. Und die würden wir dann hier hinsetzen. Da haben wir jetzt zwar eine Machttechnologie weniger. Nächste Runde 159 Gold. Können auch noch ein bisschen was belassen. 272, 367. 372 reicht nicht. Nee, das machen wir so nicht. Wir gucken mal, dass wir das schaffen mit hier bringe eine Stadt auf Stufe 8. Das kostet inzwischen 6 auf 7, 4 auf 5. 100 Nahrung kostet das. Wie viel Nahrung haben wir nächste Runde? 130. Das heißt, um 22 Schwund. Das heißt, wir können eine kleine Stadt vielleicht noch erweitern. Hier die vielleicht. Ja, ganz knapp 102. Nächste Runde können wir das machen. Da können wir die Einheit nicht gut ziehen. So, hier, wir kriegen die sich. Hier versuchen sie sich zu verteidigen. Die Roten kommen nicht mehr gegen uns an. Sehr schön. Oh, Siegpunkte. 200, 200, 200 oder 400, 100, 100. Oh, Palast oder Amphitheater. Hier müssen wir schon 300 investieren. Zu früh. Ich glaube, ich nehme die beide nicht. Ich will die hier. Ich finde die alle cool zum Schaffen. So, wir haben jetzt hier 7 Geländefelder bedroht, ne? Wir müssen ja einmal die 10 schaffen. Ich glaube, wir lassen die einmal fast zu stehen. Wir gehen mal hier auf 100 drauf. Na, nächste Runde können wir dann auch keine Karte dazu nehmen. Das ist doof. Und jetzt haben wir nur zwei Nahrung. Damit können wir sogar noch ein bisschen durch die Gegend fahren. Machen wir das aber erst nächste Runde, damit wir mit den 4 Einheiten 10 Geländefelder wirklich bedrohen können. Machtstufe auf 8. Wir müssen nicht auf 8 wachsen. Wir können das auf 7 belassen. Haben wir 200 Gold nächste Runde. 370. Boah, 93 Schwund. Das tut mir schon echt weh. Kriegen wir noch was Kleines irgendwie uns dazwischen gegönnt? Ja, vielleicht sowas wie Macht auf Fluss oder Grasland. Ja, das war alles ganz gut. Das sind wir immerhin bei 408. Und ich hoffe ja, dass wir 20% weniger brauchen. Nächste Runde Nahrung werden wir nur 80 haben. Ich weiß nicht, ob 111 reichen. Ja, wie viel wird das kosten? Und wie viel wird das immer ansteigen? Was steht denn hier? 90 auf Grasland. Wie ist die Formel, die ausrechnet, wie viel man dann investieren muss? Also wissen wir, wie viel wir hier nächste Runde investieren müssen? 112
Plus 140 auf Insel. Minus 20 an Küste. Tja, was meint ihr? Werden uns 111 reichen? Oder sagen wir, nein, uns fehlt da ein bisschen was? Ich weiß gar nicht, wie rum das Spiel rechnet. Also ob wir erst das erobern und dann die Erträge uns dazu gerechnet werden. Oder ob wir... Ob das andersrum ist. Wir gucken einfach mal. Wir geben mal nichts aus. Sind mal ein bisschen größenwahnsinnig. Sie kommen hier nicht zurück mit ihren Schiffen. Doch ein bisschen. Versuchen sie sich zu verteidigen. Schaffen das auch ein wenig. Okay. Ein Tempelkomplex könnten wir jetzt noch bauen. Eliminiere ein Reich wollen wir beides nicht. Können wir, schaffen wir das? 120, nein. Ach. Ist das ärgerlich. Und jetzt wollen wir die 10 Felder aber bedrohen. Das sollten wir doch jetzt schaffen, oder? Ah, hier können wir nur 2 bedrohen, das ist doof. Drei, fünf. Hier bedrohen wir gerade gar keins, weil da 2 Einheiten dran sind. Okay, dann gehen wir mal. Das ist ja doof. Dann, wir wollen viele Felder bedrohen. Drei, drei, zwei sind 8. Jetzt müssen wir nochmal 2 Felder bedrohen. Wenn das Feld jetzt flippt, bin ich jetzt nicht unglaublich traurig. Wir können hier oben nochmal welche bedrohen. Wir müssen sie ja nur bedrohen. Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Hier können wir sie leider nicht so gut bedrohen mehr. Hier haben wir alle 3 bedroht. Wir können hier die roten noch bedrohen, ne? Diese hier. Wir gehen mal hier hin. Hier sollten wir relativ viele Felder bedrohen können. Wir werden ein Feld verlieren, aber wir bekommen dafür die Kanalisation. Dafür wird das günstiger sein. Und deshalb können wir uns jetzt beim Ertrag von 100, fast 180... es sogar leisten, noch in was zu investieren, nämlich vielleicht noch mal in Grasland. Na, das sollte dann reichen. Ich mag das zwar überhaupt nicht mit diesem Aufsparen. Wie viel Nahrung? Nächste Runde. Da brauchen wir jetzt hier keine Investition mehr. 150 wird reichen für die Stadt. Wir könnten sogar 30 ausgeben oder ein bisschen was. Mal lohnt sich nicht wirklich. Wir können hier eine Stadt gründen. 72. Dann müssten wir auf 190 irgendwie kommen. Das reicht nicht. Ja, der Schwund ist uncool. Der Schwund ist echt uncool, aber ich nehme ihn mal mit. Ich lasse mal alles so. Ich will jetzt diese Aufgabe erfüllen. Und beiß mir in den Hintern, wenn es nicht klappt. Hat geklappt. Wir kriegen eine beliebige Machttechnologie. Können wir uns die jetzt einfach hier holen? Kamelreiter wollen wir uns holen. Jetzt die Machttechnologie. Wir nehmen natürlich das Ozeanfeld, weil das am teuersten ist. Ja, die haben schon 4 Punkte. Wenn sie 7 haben, ist es aus. Warum haben sie 4 Punkte? Weil sie noch so eine Zusatzaufgabe wahrscheinlich sich geholt haben. Nee, Pyramiden und Felder auf der Karte. Okay.
Und wir haben Pyramiden, Artemis Tempel. Ja. So. Jetzt sollte das günstiger sein. Nein, wieso ist denn das jetzt? Ach, jetzt wollten wir, genau, entschuldigt bitte. Jetzt wollen wir hier die Stadt auf 8 erweitern. Jetzt wird das günstiger sein mit 320 hier. Bin mir nicht sicher, ob sich das gelohnt hat, weil wir so viel Schwund inzwischen angesammelt haben, dass man auch, glaube ich, behaupten kann, dass das schon wieder draußen ist. So, was investieren wir jetzt als nächstes? Wir haben einen kleinen Ertrag, können wir uns hier noch gönnen. Bevor wir es gar nicht nutzen, die Machttechnologien, den Punkt haben wir schon geholt. Das heißt, wir haben jetzt keinen Siegbonus mehr dafür. Also bevor es weg ist. Aber es bringt fast nichts. Wir werden hier vielleicht ein paar Berge dazu bekommen. Ich weiß nicht. Wie viel Schwund haben wir jetzt? 18. Kriegen wir was für 18? Naja, fast. Wenn ich hier ein bisschen rein investiere... Oh, ja. Wir machen das mal so. Noch ein bisschen Schwund hier reduzieren. So könnte es gehen. Dann sind wir auf Stufe 8. Boah, schaut doch mal die Schwarzen an. Die überrennen jetzt hier alle. Rot und Grün total in Aufregung. Die Machtkarte wollen wir natürlich auch einsetzen. Die Kamelreiter. Das ist ja selbstverständlich. Klappt auch noch alles. Danke für den Hinweis, Jägermeister. Und hier bin ich eigentlich zu geizig für. Das weiter zu reduzieren. So geht's weiter. Nächste Runde sind wir auf welcher Machtebene? 9 sogar. Reicht das auch so? Können uns das nicht leisten, gerade noch jemanden zu rekrutieren. Hier greifen sie oben an. Hier versuchen sie sich zu verteidigen. Schaffen das auch? Einigermaßen. Ein Ziergarten für 600 Forschung. Okay, damit können wir dann noch ein paar Siegpunkte uns schnappen. Ah, viele Geländefelder haben wir uns geholt. Jetzt können wir hier oben ranziehen. Ist auch nur ausgeglichen. Komm, wir ziehen mit der Einheit hier rein. Die 2. 8 durch Einheit. Wir könnten sogar jetzt mal auf 12 raufgehen. Also erstmal müssen wir sie ja bedrohen. Das wird dann nächste Runde auch klappen mit dem Bedrohen. Hier können wir schön hier reinfahren. Auch viele Geländefelder bedrohen drumherum. Und hier könnten wir tatsächlich anfangen, auch nochmal Druck aufzubauen. Wie stark ist denn diese Einheit hier? Das ist eine 9er Einheit. Weg mit dir. Reicht das? Nächste Runde denke ich schon, wenn wir hier aufgelevelt sind. Und hier? Könnte es hier reingehen. So, jetzt von den Ertragstechnologien her ist also eigentlich alles da. Jetzt geht es nur noch um Macht. Wir werden ein bisschen was auf Wäldern hier haben, stelle ich gerade fest. In Wälder könnten wir nochmal investieren. Wir können auch mal gucken, wir müssen ja ordentlich Forschung ansammeln hierfür, dass wir vielleicht doch ein bisschen in Forschungsschwund reingehen. Ja, also wir würden 10 Forschung... Ach, diese 10 Forschung, das ist so marginal, das sind... Boah. Ich weiß nicht. Auf 12 würden wir hier hochgehen. 11 reichen uns eigentlich auch. Das hier nochmal zu erhöhen, bringt hier unten kaum was. Wir gehen mal auf 12. Hoch, dann würden wir auch...
Nee, Macht müsste auf 15 hochgehen. Dann bekommen wir nochmal 2. Und mit den 2 hätten wir dann sogar. Und wenn das Vermögen auf 300 ansteigt. Ja. Also Forschung sparen wir jetzt mal auf. Wir sparen mal ein bisschen. Nahrung habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht investiert. Mal gucken. So. Eine heilige Stadt könnten wir uns nochmal holen. Druiden. Das ist natürlich eine langfristige Investition, aber können wir machen. Oh, der hat fast gewonnen hier. Papua. Warum? Der hat 5 Punkte mit Stadtbevölkerung, hat er noch ganz gut geschafft. Vermögen hat er angesammelt. Oh, und der wird doch auch nur noch eine Flotte, dann hätte er gewonnen. Wenn er jetzt noch eine Flotte hat, der Schwarze, dann haben wir verloren, Leute. Dann brauche ich jetzt nur ganz schnell eine Flotte auszubilden. Da können wir auch ein wenig gegen machen, weil der so weit weg ist. Hier werden wir natürlich jetzt das alles einnehmen. Sind wir das jetzt? Ja, ne? Ja. Felder auf der Karte, da sind wir nicht schnell genug. Macht auf 15 ansteigen lassen, könnten wir machen. Uns fehlt die Nahrung für einen weiteren Siegpunkt. Hätten wir 3. Vermögen auf 300 lassen. Boah, der. Also die Druiden könnten wir ausgeben. Wir hätten in der nächsten Runde wieder über 300. Und auf 200 Nahrung kommen wir auch nächste Runde. Also hätten wir einen Siegpunkt mit dem Zoo, den könnten wir uns auf jeden Fall nächste Runde leisten. Siegpunkt Nummer 4. Fehlen noch 3. Kommen wir auf 15 Macht nächste Runde? Sieht nicht so aus. Kommen wir nicht. Also 15 Macht wird nicht klappen. Felder auf der Karte wird auch nicht klappen. Das ist auch utopisch. Vermögen auf 300 nächste Runde. Geht theoretisch. Wenn wir hier. Ja, wenn wir. Wenn wir ein runtergehen von der Macht. Auch witzig, ich kann 15. Wenn ich jetzt einen Schwund habe von 20, der ist weg, und 15 ausgebe, sollte das eigentlich vorteilhafter sein. Unterm Strich hätte ich aber 7 weniger, weil ich dann prozentual gesehen mehr hier hinein investiere. Ach, das ist auch alles. Zeus-Statue und hängende Gärten. Wir gucken nochmal. Also. Macht kriegen wir leider so schnell nicht hin. Aber hängende Gärten bekommen wir, Zoo bekommen wir. Dann haben wir 5 und dann müssten wir tatsächlich auf die Macht kommen. Ob wir das in einer Runde schaffen? Mal gucken. Das heißt, wir lassen jetzt alles so, wie es ist. Wir haben nächste Runde die 200 Nahrung hier. Wir haben gesagt, wir können hier nochmal das uns holen. Weil wir wissen, dass wir nächste Runde bei 415 sind. Das reicht locker. Es könnte sein, dass wir zu spät sind, Leute. Und? Sie haben noch keine neue Flotte sich geholt.
Wir haben Geländefelder bekommen. Wir können uns wieder die Druiden holen. So. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Den Zoo können wir uns holen. Wir brauchen noch zwei... Ah, wir brauchen noch zwei Punkte. Die könnten wir entweder durch weitere Eroberung holen, aber nicht ganz so schnell. Oder indem wir die Macht auf 15 steigen lassen. Wir kommen aber nur auf 13. Können wir trotzdem machen. Aber mehr als 13 werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen. Weil nächste Runde haben wir ja sogar weniger Geld als jetzt. Also es sei denn, wir erhöhen irgendwie weiter unser Reich, das wir aber jetzt ja nicht machen wollen, weil wir Nahrung sammeln müssen. Also wir können natürlich hier rüber mehr Gold produzieren. ...72 weniger. Wie viel hätten wir denn nächste Runde? Haben wir 72 übrig? Nicht... Ja, nicht ganz. Aber das könnten wir uns leisten. Könnten wir jetzt noch eine Stadt gründen? Die gründen wir mal... Ah, 60. Nee, das ist schon bereits eine. 68. Das ist eine günstige neue Stadt. Und dann müssen wir nächste Runde wieder über 200 kommen, damit wir die Zollstadt holen können. Das klappt auch. Das klappt ganz knapp. Wenn wir die Schiffe nicht mehr weiterfahren, also das müssen wir jetzt auch nochmal gucken. Wir wollen weiter Land erobern. Ja, wir brauchen nur noch ein Schiff. Das ist echt mies. Inseln wären eigentlich cooler, aber so geht das auch. Hier reinfahren. Hier reinfahren. Hier reinfahren. Jetzt wieder über 200 kommen. Wir produzieren gerade richtig viel Schwund bei der Forschung. Das gefällt mir eigentlich nicht. Könnten es uns aber leisten, das auf 20% zu reduzieren. Wir machen das mal so. Jetzt haben wir gerade einen Punkt verloren, weil wir jetzt unter 300 gekommen sind vom Gold her. Oder? Wofür haben wir jetzt den Punkt verloren? Ja, für das Vermögen hier unten, genau. Dann haben wir aber nächste Runde wieder. Nochmal Druiden. Könnten wir uns eigentlich auch leisten, ne? Nächste Runde 554. Das können wir uns auf jeden Fall leisten. Ist besser als Schwund, in der Tat, genau. Mann, Mann, Mann. Oh, ist das spannend, ey. Ich will nicht, dass die KI jetzt noch ein Schiff baut. Haben wir an alles gedacht? Ich glaube ja, ne? Hier werden wir ordentlich hoffentlich was erobern. Das Feld werden wir nicht... Na ja, gut. Wir werden auch erstmal nur bedrohen können. Also, oh, bitte, bitte KI, bitte kein Schiff bauen. Bau kein Schiff. Die KI hat ein Schiff gebaut, oder? Oder? Hat sie nicht. Oh, sie hat kein Schiff gebaut. Oh, Gott sei Dank. Meine Güte, Leute. Ja. Jetzt kommen die ganzen Techs endlich, dass wir hier vielleicht über die 15 kommen.
Warum ist das Vermögen jetzt hoch? Warum ist denn das jetzt nicht bei 300? Nein! Ah, weil wir hier so viel investieren. Ah, Mist. Nein, 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 nein. Irgendwas ist ja immer. Also, die wollen wir auf jeden Fall investieren. Dann müssen wir das Vermögen wieder aufbauen. Das wird nächste Runde der Fall sein. Haben wir 4 Siegpunkte. Nächste Runde können wir uns das auch wieder leisten mit dem Zoo. Dann haben wir 5 Siegpunkte. Und wenn wir es schaffen, dann. Ja, aber wenn wir die Macht auf 15 machen und danach wieder unter 300 fallen. Ah, das ist doch alles. Mann, Leute. Nein. Das ist doch. Das ist doch. Das ist doch. Ah, das ist doch mies. Ah, das ist doch echt so mies. So mies. Können wir das noch schaffen oder wird die KI endlich hier. Letztes Schiff bauen, was sie noch bauen muss. Mann, 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 Mann.